Hallo ihr Lieben, wir holen den Mama-Tochter-Urlaub von 2020, der wegen Corona leider ins Wasser gefallen ist, nach und sind heute auf dem Anreisetag, haben die erste Etappe erreicht, weil wir bis zum Ziel noch ein bisschen was unternehmen wollen. Das ist eine Überraschung für die Dina und ich bin mal gespannt, was sie dazu sagt. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Jetzt sind wir da. Das ist die Geierlei in Mörsdorf. Es ist Deutschlands längste Hängebrücke und es wird behauptet, einer der schönsten. Und das ist irgendwo was ganz Tolles. Also man nimmt sowas immer ganz gern mit. Und was meinst du, liebe Dina? Ich finde, es ist auf jeden Fall echt eine schöne Idee. Und mittlerweile habe ich meine Höhenangst ja auch so weit im Griff, dass ich mich nicht mehr vollkacke. Also wir schaffen das schon. Nee, es sieht auch richtig cool aus. Schau mal hinter mir. Es ist ganz cool, wenn ihr selber ein bisschen mit Höhenangst zu tun habt, weil der Boden sehe ich schon. Der Boden ist nicht durchsichtig. Ich bin gespannt, lass uns losgehen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von solchen Hängebrücken haltet. Ich finde sowas ja immer richtig, richtig cool. Und ich habe mich ja echt schon an viel gewöhnt, was Höhe und so angeht. Nicht an alles. Also es ist schon immer wieder Nervenkitzel, aber ich stehe halt einfach auch drauf. Puls ist auf jeden Fall da. Aber im Vergleich zu damals chill ich mein Leben gerade echt hart hier. Nee, also ich bin echt, was das angeht, im Vergleich super entspannt. Ich meine, ich laufe hier freihändig, mache keine Selfie-Aufnahme und sterbe nicht. Also Progress ist da auf jeden Fall. Und ich habe mich mental heute nicht vorbereitet auf sowas. Es war ja eine komplette Überraschung. Aber umso besser ist sie gelungen. Also Mama, hast du voll gut gemacht. So, also das hier scheint jetzt eher so eine Art Viehwechsel zu sein. Da unten ist der richtige Weg. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob wir da runterkommen. Ich hab Turnschuhe an, gell? Ja, eben. Oh je. Oh oh. Notfalls hast du halt mal einen Baumstamm lieb, ja? Ja, ja, ich schaff das schon. Mach's besser. Auf dem wunderschönen kleinen Wanderweg hier laufen wir jetzt erstmal zurück nach Mörsfeld. Dorf. Mörsdorf? Dorf, nicht Feld, Dorf. Nach Mörsdorf. Tada, auf diesem wunderschönen Wanderweg laufen wir zurück nach Mörsdorf. Na dann, auf geht's. Fürs Hotel ist es noch ein kleines bisschen zu früh, deswegen schlagen wir so ein bisschen Zeit tot und haben spontan die Burg Laneck entdeckt und ja, die schauen wir uns jetzt einfach noch an, weil vor Burgen können wir uns immer begeistern. Von hier hat man einen richtig schönen Blick auch mal hier über Lahnstein-Koblenz. Schaut mal. Tidi. Drüben noch. Hier das Café hat zwar zu, wie gesagt, weil Montag ist, aber es ist nicht gesperrt. Das heißt, man kann trotzdem reingehen und hier rumlaufen. So. Tidi. Und das da drüben, das hier,
Das ist Burg Stolzenfels. Mal schauen, vielleicht schauen wir uns die auch noch an. Wir sind im Hotel angekommen und wir machen eine kurze Mini-Speed-Room-Tour, weil es ist ja nur ein Zimmer. Tada! Das ist unser Zimmer. Hi. Bad können wir noch angucken. Und das Bad sieht so aus. Was bitte ist das für ein Wasserhahn? ein bisschen, warte ich hier auf die Seite, wenn ein bisschen zu arg auftritt, bam, kriegt man alles ab, ey. Alter. Wir sind ziemlich früh jetzt schon nach Andernach gefahren, es ist kurz vor 9 und wir müssen eigentlich erst um 1:45 da sein, aber wir schauen uns einfach mal noch ein bisschen oben, es soll eine Stadtburg geben, Stadtmauer und so, und die schauen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen an und ja, irgendwie Zeit totschlagen. Ich habe gesehen, dass es auch ein bisschen Shopping hier gibt, da muss ich sie noch ein bisschen überzeugen. Ja, ja, Shopping Queen. Sie mag nicht gerne shoppen. Sie mag echt nicht gerne shoppen mit mir, aber vielleicht kriege ich sie ja überzeugt. Wo laufen wir eigentlich hin? Davor? Ich bin verwirrt. Ich bin einfach gerade ausgelaufen. Ich bin irgendwie so halb aus dem Busch rausgekommen gerade. Nein, dann nicht von dir. Ach so. Stonehenge in Andernach. Wirkt fast so, ja. Ach witzig, sieht ein bisschen so aus. Tschiu! Oh. Ist ja gemein, die hat sogar Früchte. Meine hat es wieder runtergeschmissen. Ich hatte auch 3 dran und jetzt sind sie weg und da hängen sie. Saulade. Ja, sie regt sich wieder Obstbäume auf. Ja, guck mal da. Weil ihre Obstbäume ziemliche Fails sind zu Hause. Ja. Wir haben dich alle lieb, Mama. Ja. Riech mal an der Rose. Soll eine Rose riechen? Ja, die duftet. So. Doch, die riecht echt gut. So, jetzt hier, schaut mal. Wunderschön. Und sie will immer noch nicht mit mir shoppen gehen. Oh, kann ich immer noch. Ja. Aber keine 4 Stunden. Ja, ich hab die lieb. Ja, für sowas kann ich mich vielleicht schon ein bisschen begeistern und muss es euch zeigen. Mehrfach. Vielfach. Von außen sieht es auch voll schön aus. Da kann man immer irgendwie noch was Neues entdecken. Man geht um die nächste Ecke, entdeckt was Neues. Man läuft durch ein Tor, entdeckt was Neues. Deswegen mag ich das auch so gerne. Selbst hier außen. Mama fotografiert natürlich wieder. Und da liegen Kanonenkugeln. Schau mal. Ah nee, guck, das sind keine Kanonenkugeln, aber die Steine, die früher mit den Katapulten geschossen haben, von der Stadtmauer aus zur Abwehr. Jetzt gehen wir weiter. Ja, welche Richtung sollten wir denn einschlagen? Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Nicht nach da, weil da sind wir hergekommen. Ich würde sagen nach da. Okay. Da zurück. Und dann so ja. Irgendwie hinten rum. In Richtung Shopping. Nein, Spaß. Ja. Ja gut, das ist ja eigentlich die Grundrichtung. Nein. Ich hatte auch schon. Ja, es ist so arg. Ich muss mich ein bisschen ärgern. Das da gegenüber ist das alte Stadttor hier von Andernach. Und was ich sagen muss, ist richtig praktisch. Die haben echt in regelmäßigen Abständen diese Karten aufgehängt. Da findet man sich echt gut zurecht. Weil wir ja nachher noch ziemlich viel auf den Füßen sind, haben wir uns jetzt mitten im Café noch kurz in den Bäcker reingehockt und es gibt was zu essen und zu trinken. Und ich habe im Kaufland, habe ich mir kurz was geholt. Und zwar, guck mal, Limited Edition. Die habe ich nämlich gewusst, dass es die gibt, aber die gab es bei uns bisher nicht. Deswegen muss ich die natürlich ausprobieren, ob die gut schmeckt. Weil Pistazie, ich liebe Pistazie. Hoffentlich ist es lecker. Ja, es ist lecker. Das ist definitiv lecker. Und wir haben Essen. Ich krieg's nicht mehr zu. Und wir haben Essen für Mama und mich zusammen. Einmal so ein Streuselbrötchen
und so einen Laugenkörner, bitte. Ich habe mir noch einen Kaffee geholt, weil ich beim Frühstück ja keinen Kaffee trinke. Und ja, ihr wisst ja, ich und ein warmer, kalter Kaffee ist wirklich schwierig. Und jetzt sind wir noch zurück zum Auto. Wir müssen den Rucksack noch packen mit Getränke und so. Und dann geht's los zu unserer lustigen Geysir-Expedition. Ich bin voll gespannt, wie es dann so sein wird, weil es ist ja gar nicht so arg lange her, dass ich in Island die Warmwasser-Geysire gesehen habe. Und deswegen bin ich super gespannt, wie das hier sein wird, so im Vergleich vom Feeling her. Falls ihr die Island-Videos übrigens nicht gesehen habt, wir haben eine heftig krasse Kreuzfahrt nach Island gemacht. Da gibt es einen Dreiteiler dazu. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Das müsst ihr unbedingt angucken. Das geht voll schwer. Das ist schon cool. Kannst du auf der Dachterrasse Aussicht über Andernach genießen. Ich glaube aber, wir sind fast durch mit dem, mit dem Museum. Noch 31 Stufen bis zur Kaffeebar. Noch 25 Stufen bis zur Kaffeebar. Taktisch klug platziert, die wissen, was die Leute wollen. Kaffeesession, die zweite, dritte, irgendwie sowas. Ach, das ist nett. Hier ist es doch nett. Ja. Ich habe extra ein Plätzchen ganz vorne gehabt. Ich habe euch den Ausbruch jetzt hier natürlich gekürzt, weil hätte ich den ganzen drin gelassen, dann hättet ihr echt langes Video. Schätzt mal, macht mal bitte das Video jetzt auf Pause und schätzt mal in den Kommentaren, das ist mir ganz, ganz wichtig, schätzt mal in den Kommentaren, was ihr denkt, wie lange der Ausbruch gedauert hat. Wer die Island-Videos gesehen hat, das war ja wirklich eher so explosionsartig, mächtig, auf einen Schlag. Und das hier war ja eher so springbrunnenartig, aber trotzdem sehr, sehr imposant und hoch und lang, vor allem lang. Aber bitte schätzt mal in den Kommentaren, wie lange dieser Ausbruch gedauert hat. Die Lösung, über 12 Minuten. 12 Minuten hat das Teil ausgebrochen. So lange, dass ich, wo ich es ganz mitfilmen wollte, meine Kamera überhitzt ist sogar. Hammer. Ich habe ja noch nie einen Geysir gesehen, also boah, ist schon wow. Das ist nämlich auch noch ein Unterschied.
weil der, das ist ja weltgrößte Kaltwassergeistier, der funktioniert ja mit CO2 und die Heißwassergeistier, die Islandsuchel, die funktionieren ja mit Wasserdampf, also durch die Hitze praktisch. Und das ist ja auch schon noch mal natürlich ein Unterschied, ne? Jetzt gehen wir zurück zum Schiff und ja, dann haben wir eigentlich das, was wir heute machen wollten, auch erlebt. War toll, wirklich toll. Also mein Nacken ist eh schon komplett verbrannt. Oh je, dann setze ich mich dahin. Gehe ich doch auf die Nackenseite. Ole. Wir fahren jetzt noch nach Hause, beziehungsweise nach Hause, also ins Hotel halt, fertig machen, frisch machen, essen gehen und in dem Zuge hier beende ich auch dieses Video. Wir werden uns morgen bei einer Aktion sehen, die ziemlich actionreich wird, die ziemlich adrenalinreich wird, die wir schon mal angefangen haben und schon mal gemacht haben, aber nicht komplett beendet haben, nicht aufgrund fehlenden Mutes, mehr so aufgrund fehlender Orientierung. Aber ich sage nur so viel, 40 Meter hohe Finalwand und dieses Mal finden wir die auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin eine wunderschöne Woche.